Hallo zusammen, ich bin's wieder, die Kiki von Kikis Kitchen und ich war ja für euch unterwegs in New York und habe dort die allerbesten Sweet Spots für euch entdeckt. Und jetzt gerade zur Weihnachtszeit hat es mich dann zu King Street Baking gezogen und dort habe ich nicht nur Olivia kennengelernt, die Gründerin, sondern auch die kreative Direktorin, Culinary Director, und das ist die Sumaya. Und mit ihr zusammen habe ich ihre berühmten Glitzer Cake Pops gemacht. Wir hatten die Schoko-Version, aber sie hat mir auch die Red Velvet-Version gezeigt und sie bieten sogar eine Backmischung extra dafür an. Und ich habe mir gedacht, heute kommt uns keine Backmischung hier ins Haus, wir machen es selber und es schmeckt unfassbar lecker und total fudgy und samtig. Also lasst uns jetzt zuallererst den berühmten amerikanischen Red Velvet Teig machen. Und dafür benötigen wir Mehl, Backpulver, Zucker und Milch, Backkakao, Vanilleextrakt, Butter, rote Lebensmittelfarbe und Eier. So, dadurch, dass der Teig jetzt echt schnell zubereitet ist, habe ich den Ofen schon vorgeheizt auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Und ich gebe jetzt erstmal die zimmerwarme Butter in meine Rührschüssel zusammen mit Zucker. Und das Ganze dann 4 Minuten lang mit dem Handrührer einfach nur richtig schön cremig mixen. Und dann könnt ihr auch schon das Ei unterrühren. So, Vanilleextrakt habe ich auch schon ganz kurz mit eingerührt und jetzt kommen die trockenen Zutaten dazu. Und das mache ich immer so, also erstmal siebe ich es und dann verrühre ich es hier im Mehlsieb nochmal ganz kurz. Übrigens gibt es coole Neuigkeiten. Ihr bekommt jetzt ganz viele meiner Produkte auf dem Kaufland Online-Marktplatz. Also gerne mal reinklicken und durchstöbern. So, Backpulver auch mit dazu. So, und dann einfach einen Löffel nehmen, hier drin so ein bisschen verrühren und reinsieben. Und da gebe ich parallel auch schon die Milch mit dazu. Und dann könnt ihr ganz zum Schluss nochmal mit der roten Lebensmittelfarbe färben. So, jetzt benötigen wir eine kleine Springform. Meine hat einen Durchmesser von 20 cm und da fülle ich jetzt den Teig direkt ein. Ihr könnt auch ein Backpapier unten drunter geben. Ich backe den jetzt einfach so. Wir werden den gleich nämlich auch nochmal zerbröseln und kaputt machen. Das ist ja ganz normal so bei Cake Pops. Und was ich auch noch anmerken wollte, beim Red Velvet Teig gibt man ja heutzutage immer rote Lebensmittelfarbe dazu. Und ursprünglich ist der Teig mal dadurch entstanden, das war einfach eine chemische Reaktion aufgrund des Backkakaos. Und grundsätzlich kommt ja immer Buttermilch ins Rezept, aber in unserem Fall wären es ja Cake Pops, daher brauchen wir da gar nicht so die Konsistenz, die man bei einem Boden für ein Red Velvet Cake bekommen sollte, sondern unser wird gleich zerbröselt und zusammen mit weiteren Zutaten halt schön matschig geknetet. Aber das Endergebnis ist trotzdem verdammt samtig und das schmeckt so gut. Ich habe es ja vorher ausprobiert und ich habe so viele selbst gegessen, bevor ich sie geteilt habe. So, und anschließend wird unser Teig glatt verstrichen und circa 14 Minuten lang im Backofen gar gebacken. Unser Red Velvet Teig konnte jetzt komplett auskühlen und jetzt nehmen wir ihn einfach aus der Springform und zerbröseln ihn und zermatschen ihn hier in die Schüssel. Und da kommen dann noch zwei Zutaten mit dazu, damit wir die perfekte Cake-Pop-Masse haben. Und zwar habe ich einmal Butter in der Mikrowelle zerlassen, ganz wichtig bei geringer Wattzahl, sonst platzt es euch, und Frischkäse mit dazugeben. Und dann einfach so lange verrühren, bis es eine homogene Masse wird. So, die Cake-Pop-Masse ist dann fertig, wenn ihr sie zusammendrückt und sie quasi zusammenbleibt. Dann ist sie optimal. Und jetzt können wir auch schon weitermachen, denn wir brauchen jetzt einen kleinen Anteil an geschmolzener weißer Kuvertüre. Die habe ich hier schon fein gehackt. Die habe ich jetzt hier in meinen Schmelztopf. Und dann über einem Wasserbad einfach langsam erwärmen. Weiße Kuvertüre ist nicht ganz so pflegeleicht wie dunkle Kuvertüre. Daher immer gerne über einem Wasserbad schön zerlassen und schmelzen lassen. Und gleich zeige ich euch auch noch, wie ihr weiße Kuvertüre temperiert, denn das brauchen wir gleich für die Außenhülle. So, mein Wasserbad habe ich hier vorbereitet. Und während das Ganze gerade schmilzt, forme ich schon mal meine Kugeln und halte mich da an die Angaben von Sumaya, denn sie sagte,
20 Gramm pro Kugel wären optimal, das sehe ich auch so. Und je runder ihr jetzt formt, umso schöner wird das Ergebnis später. Also einfach zwischen den Handinnenflächen ganz, ganz lange rollen, bis sie richtig schön kugelrund sind. So, fertig sind schon mal die Cake Pop Rohlinge und jetzt habe ich mir hier die weiße Kuvertüre geschmolzen und nehme mir einen Cake Pop Stiel und jetzt haben wir natürlich nur eine kleine Menge, weil wir jetzt erstmal die Stiele vorbereiten müssen und ihr kennt das bestimmt, wenn man Cake Pops macht, ist es immer super ärgerlich, wenn da was oder der Cake Pop abfällt. Daher auf jeden Fall auf die 20 Gramm Angabe achten, damit der Cake Pop nicht zu schwer wird und den Stiel so ungefähr einen Zentimeter in die Kuvertüre tunken und dann in den Cake Pop stechen, auch nicht ganz durch, sondern so ungefähr bis zur Hälfte maximal. Und das mache ich jetzt mit allen und gebe sie dann für 20 Minuten ins Gefrierfach. Die Cake Pop Stiele jetzt schön fest werden, bereite ich die äußere Glasur vor. Die besteht ja nur aus weißer Kuvertüre und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man die richtig temperiert. Ich habe sie jetzt schön fein gehackt und gebe 2/3, das mache ich immer nach Augenmaß, in meinen Schmelztopf und dann kommt der Schmelztopf übers Wasserbad. Da ist es ganz wichtig, dass das Wasser einmal aufgekocht wird, dann könnt ihr es auch schon ausschalten oder auf niedrige Stufe schalten und dann sollte das Wasser nicht den Boden vom Schmelztopf berühren und so muss die weiße Kuvertüre jetzt schön langsam vor sich hin schmelzen. Sie dürft auch zwischendurch mal rühren, das ist kein Problem und erst wenn die Kuvertüre komplett geschmolzen ist, kommt der Schmelztopf runter vom Wasserbad und dann kommt das restliche Drittel erst dazu und dann hat es die perfekte Temperatur für unsere Cake Pops. So, die Kuvertüre ist temperiert. Mein rotes Glitzerpulver liegt auch schon bereit. Und jetzt habe ich hier den kalten Cake Pop. Jetzt müsst ihr euch beeilen. Und zwar tunken wir den einmal, am besten ein bisschen schräg halten. Jetzt tunken wir den einmal rein und müssen den Überschuss gut abtropfen lassen. Und dann hat die Sumaya mir noch den Tipp gegeben, nachdem ihr das habt abtropfen lassen, einfach mit dem Finger, es ist manchmal so einfach, man muss nur drauf kommen, einfach mit dem Finger jetzt den Überschuss so ein bisschen abnehmen, damit der Abschluss auch schön aussieht und dann direkt ins Glitzerpulver tunken. Wenn ihr noch mehr Tipps sehen möchtet und, die ganze Folge mit Sumaya in der King Street Baking, dann schaut euch das Video an, aber erst nachdem ihr dieses Rezept zu Ende geschaut habt. Und ich finde, es sieht halt auch super festlich aus, weil es so schön glitzert und es gibt noch einen Trick von mir. Ihr könnt euch einfach ein Glas voll mit Zucker nehmen und dann euren Cake Pop da so reinstellen. Dann kann er nämlich so perfekt zu Ende antrocknen, ohne dass er irgendwo umkippt. Wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt noch wie beim Baumschmuck, weil es erinnert ja so ein bisschen daran, einfach noch silberne Zuckerperlen auf die noch nicht erhärtete Kuvertüre geben. Da müsst ihr euch aber beeilen, das muss wirklich alles sehr, sehr schnell gehen. Und ja, ansonsten sind die Cake Pops fertig. Ich finde sie wunderschön. Ich muss sagen, Sumaya hatte sie noch kugelrunder. Es war wirklich einfach eine ein kugelrunder Cake Pop. Er war perfekt und sie ist ja auch die Cake Pop Queen. Dort wird sie zumindest so genannt. Und ich probiere jetzt auf jeden Fall mal für euch. Ich weiß ja schon, dass sie sehr lecker schmecken.
Das ist einfach der Red Velvet Traum. Es ist gar nicht so, ich habe bestimmt überall Glitzer und ich spüre so die Partikel. Also es ist gar nicht mächtig, wobei ich finde bei Cake Pops, bei denen ich könnte schon so 3-4 Stück essen, aber Cake Pops sind ja grundsätzlich dadurch, dass die Masse so kompakt ist, immer ein bisschen mächtiger, aber hier ist es nicht der Fall. Es schmeckt sehr samtig, typisch Red Velvet Geschmack und einfach mit der weißen Schokolade ein Träumchen. Also macht's unbedingt nach. Falls ihr meine Videos hier auf dem Kaufland-Kanal nicht verpassen möchtet, dann abonniert jetzt kostenlos und dann sehen wir uns auch bei meinem nächsten Rezept. Tschüss, eure Kiki!